Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2018. Besprechen möchte ich die Aufgabe 3. Auch hier beginnen wir wieder mit einer kleinen Skizze, um uns das ein bisschen zu verdeutlichen. Gegeben ist ein Glühofen. Ich deute den jetzt einfach mal so ein bisschen so als Gebilde der besonderen Art an. Dieser Glühofen hat natürlich auch seine Isolation von mir aus. Und da drin liegt ein Glühgut, so nenne ich das jetzt einfach mal, das hier beschrieben ist durch irgendwie 8 Rollen, ne, die da irgendwie aufeinander gesetzt sind und so weiter und so weiter. Und dazu ist uns Folgendes gegeben: Dieses Glühgut hat eine Gesamtmasse von m gleich 6500 Kilogramm. Gegeben ist es in Tonnen, aber das eben mal 1000 in Kilogramm umzurechnen, ist so nicht die Herausforderung. Dieses Material ist Kupfer und da ich schon weiß, dass es sich hier um eine energetische Berechnung handelt, weil nach der verbrauchten Erdgasmenge gefragt ist, schaue ich sofort in der Formelsammlung nach, suche mir für Kupfer dann tatsächlich die spezifische Wärmekapazität heraus, die hier mit 0,39